Was wäre eigentlich passiert, wenn Wurmschwanz Voldemort niemals den Aufenthaltsort der Potters verraten hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir ein spannendes Was-wäre-wenn-Szenario diskutieren. Was wäre passiert, wenn Peter Pettigrew Lily und James Potter niemals verraten hätte? Ich spreche von einer alternativen Wendung der Ereignisse, bei der Pettigrew nicht die Seite von Lord Voldemort gewählt hätte und stattdessen ein treuer Freund für James Potter gewesen wäre. Also lasst uns direkt loslegen. Als Peter Pettigrew zum ersten Mal in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei kam, heißt es, dass der Sprechende Hut ganze 5 Minuten brauchte, bevor er sich entschied, ihn in das Haus Gryffindor einzuteilen. So wie man es versteht, schwankte der Hut zwischen der Entscheidung Gryffindor und Slytherin und zeigte sehr früh, dass Pettigrew zu den Eigenschaften neigte, die man bei den Schülern des Slytherin-Hauses kennt. Und das wurde später auch deutlich, als Sirius Black Peter als Verräter und Todesser entlarvte. Pettigrew hang Sirius das Verbrechen an, was eigentlich er begangen hatte. Er täuschte seinen eigenen Tod vor und hang Sirius den Mord an 12 Muggeln an. 12 Jahre lang lebte Peter als Ratte. Wenn man sich Peter so anguckt, denkt man, er sei nicht wirklich klug. Aber das ist ein ziemlich großer Fehler, so etwas zu denken. In Wirklichkeit war Peter nämlich ziemlich klug, ehrgeizig und auch einfallsreich, die Haupteigenschaften eines Slytherin-Schülers. Jedenfalls fehlten ihm, nachdem er in Gryffindor einsortiert worden war, ganz offensichtlich die Eigenschaften seiner Hauskameraden in Gryffindor. Er war nicht besonders tapfer oder mutig, und da er selbst ein Außenseiter war, setzte er sich auch nie für andere Leute ein. Eine Eigenschaft, die Leute in seinem Haus auf jeden Fall hatten. Schließlich war Peter das etwas übersehene Mitglied der Rumtreiber, einer Gruppe von Freunden, die aus James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und natürlich aus Peter Pettigrew bestand. Diese Gruppe schloss sich zusammen, nachdem sie entdeckt hatten, dass Remus Lupin ein unfreiwilliger Werwolf war. Sie gründeten die Rumtreiber und unternahmen alles, um heimlich Animagi zu werden, damit sie Remus Lupin unterstützen konnten und er sich nicht so alleine fühlte. Das heißt, James, Sirius und Peter brachten sich selbst bei, wie sie sich nach Belieben in ein Tier verwandeln konnten und wieder zurück. Peters Animagus-Form war die einer Ratte, was sich am Ende als sehr passend herausstellte, denn er war wirklich eine ziemliche Ratte, die alle hinterging und in Lord Voldemorts Diensten spionierte. Ich frage mich wirklich, ob seine Animagus-Form vorherbestimmt war für ihn. Es heißt, dass Peter Pettigrew den Orden des Phönix und alle seine engsten Freunde verraten hat, um Voldemort zu folgen, und zwar aus einem einfachen, egoistischen Grund. Er glaubte nicht, dass es eine Möglichkeit gab, den dunklen Lord zu besiegen. Also beschloss Wurmschwanz, sich ihm anzuschließen, bevor es zu spät war. Aber wenn Peters Erfahrungen in Hogwarts nur ein bisschen anders gewesen wären, wäre er dann einer solchen Feigheit erlegen, wäre vorzeitig ein Todesser geworden und hätte die Potters an Voldemort verraten? Weiß ich nicht. Schließlich zögerte Pettigrew viel später in der Saga, Harry zu erwürgen, und zeigte schließlich einen Anflug von Mut, indem er sich einem direkten Befehl von Lord Voldemort widersetzte, Harry zu töten. Er hatte also irgendwo in seinem Inneren die Fähigkeit, mutig zu sein. Wie wir bereits kurz angesprochen hatten, war Pettigrew eindeutig das rangniedrigste Mitglied der Rumtreiber, wenn es um, naja, die Fähigkeiten eines Gryffindors ging. Professor McGonagall sagte sogar, er sei kein sehr guter Schüler. Er wurde von seinen Mitschülern nicht so vergöttert, wie es James oder Sirius wurden. Er sah auch beim besten Willen nicht besonders gut aus, und zu allem Überfluss nannten ihn seine sogenannten besten Freunde im Grunde genommen eine Ratte. Er war zwar ein Animagus, der sich in eine Ratte verwandeln konnte, aber es hätte sicher einen respektvolleren Namen als Wurmschwanz gegeben, oder nicht? Natürlich sage ich nicht, dass es James Schuld ist, dass Peter ihn und seine Frau verraten hat. Natürlich können alberne Dinge wie Beschimpfungen nicht als Rechtfertigung für einen Verrat dienen, der zu einem Mord führt. Aber was ich sage ist, dass wenn Peter Pettigrew vielleicht ein bisschen mehr Respekt entgegengebracht worden wäre, besonders unter seinen besten Freunden, hätte er ein viel mutigerer und selbstbewussterer Zauberer werden können. Wenn Peter also von den Rumtreibern besser behandelt worden wäre und sich öfters hätte durchsetzen können, hätte er nicht das Bedürfnis verspürt, beim ersten Anzeichen von Gefahr ein Todesser zu werden. Er wäre vielleicht nicht in Panik geraten, stattdessen wäre er dem Orden des Phönix und seinen Freunden gegenüber loyal geblieben.
In diesem hypothetischen Szenario, als James und Lily beschlossen, ihren Geheimniswahrer in letzter Minute von Sirius zu Pettigrew zu wechseln, wäre er bis zum Schluss loyal geblieben. Meiner Meinung nach wäre das Ende von Peter jedoch viel früher gekommen. In diesem Was-wäre-wenn-Fall würde ich trotzdem davon ausgehen, dass selbst wenn Peter Pettigrew niemals zu Voldemort übergelaufen wäre, der Dunkle Lord immer noch ein Spion im Inneren des Orden des Phönix hätte. Wer das jetzt genau gewesen wäre, ist in diesem Fall nicht wirklich von Bedeutung. Aber in jedem Fall hätte er eine Hexe oder einen Zauberer im Inneren gehabt, jemanden, den er auf jeden Fall auf irgendeine Weise korrumpieren konnte, wie er es bei einer mutigeren Version von Peter nicht hätte können. Durch diese andere Quelle, wenn man so will, hätte Voldemort herausfinden können, dass Pettigrew tatsächlich der Geheimniswahrer der Potters war, also den genauen Standort der Potters kannte. Immerhin scheint es wahrscheinlich, dass es einer der drei Zauberer gewesen wäre, also ein Rumtreiber. Das heißt, es wäre Sirius, Remus oder Peter gewesen. Als Voldemort also feststellte, dass es Peter Pettigrew war, der das Versteck der Familie Potter kannte, wäre Voldemort zu Wurmschwanz gegangen, um herauszufinden, was er wissen wollte. Es ist gar nicht so weit hergeholt, sich vorzustellen, dass Voldemort Peter erfolgreich gefoltert hätte, damit er ihm die Infos gibt, die er brauchte, und ihn dann tötete. Von da an hätten sich die Dinge ganz ähnlich wie in der eigentlichen Saga entwickeln können. Voldemort wäre nach Godric's Hollow gegangen, hätte Lily und James ermordet und versucht, den jungen Harry zu töten, Sirius wäre im Haus der Potters eingetroffen und er hätte die verheerende Szene vorgefunden und wäre gegangen, um nach Peter Pettigrew zu suchen. Als Sirius Peter tot finden würde, hätte es so ausgesehen, als hätte Sirius die Potters verraten und Pettigrew als heimtückischer Todesser getötet und für Verbrechen, die er nicht begangen hat, nach Azkaban geschickt. Der einzige Unterschied wäre, dass Peter nie ein Todesser war, Lily und James nicht verraten hat und tatsächlich gestorben wäre, anstatt seinen Tod zu inszenieren. Aber es gibt doch keine Beweise, dass Sirius diese Dinge getan hat, denkst du jetzt vielleicht. Kannst du wirklich sagen, dass es viele Beweise gab, um Sirius in dem ursprünglichen Szenario zu verurteilen? Ich glaube eher nicht. Das andere Szenario wäre gewesen, dass sie Sirius geglaubt hätten und dass er da gewesen wäre, um eventuell Harry Potter aufzuziehen. Wie du vielleicht weißt, blieb Pettigrew 12 Jahre lang in seiner Animagus-Form einer Ratte, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat. Als Ratte gelang er in den Besitz von Percy Weasley und wurde Krätze genannt. Schließlich wurde er zu Rons Hausratte. Aber um ehrlich zu sein, hat Krätze nie wirklich viel zu Rons Geschichte beigetragen, außer der Tatsache, dass er sich schließlich als der einst totgeglaubte Peter Pettigrew herausstellte. Wenn Pettigrew also wirklich in der Nacht von Voldemorts Angriff auf die Potters gestorben wäre, hätte es nie eine Krätze als Haustier gegeben. Alles in allem hätte Peter Pettigrew, wenn er Lily und James Potter nicht verraten hätte, meiner Meinung nach eine andere Vorgeschichte gebraucht. Das heißt ein netterer Spitzname und etwas mehr Mitgefühl von seinen Freunden in der Vergangenheit und in seiner Schulzeit. Dann und nur dann hätte es vielleicht ein Szenario geben können, in dem Peter Pettigrew die Potters nicht verraten hätte. Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, warum eigentlich Peter zum Geheimniswahrer gemacht wurde und nicht einfach Remus Lupin. Wenn du dich das auch fragst, schreib es gerne in die Kommentare und dann mache ich ein Video dazu. Aber was meint ihr zu der Geschichte von Pettigrew? Hätte sich viel geändert, wenn Pettigrew die Potters nicht verraten hätte? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.